Nach 2 Wochen sehr intensiver Diskussion und Debatte rund um das Thema Migration samt einer sehr deutlichen Verschiebung in der Öffentlichkeit des Themas in Richtung rechts bläst das linksgrüne Lager zu einer Mobilisierung gegen eine restriktivere Migrationspolitik. Es ist völlig klar, das linksgrüne Lager will wieder die Deutungshoheit über das Thema gewinnen. Und das kann man genau heute lesen in der Taz vom Wochenende. Das sind eine ganze Reihe von Stellungnahmen von Leuten aus diesem linksgrünen Milieu, die eben ja, sagen, das Ganze ist ja ganz schrecklich, was jetzt gerade passiert. Das ist ein Angriff auf die Menschenrechte, auf die Zivilisation, auf Europa, auf die Demokratie etc. 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 Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Art ja, Sammlung von Slogans, von Argumentationshilfen, von Verschwörungstheorien auch, das werden Sie gleich sehen. Ja, im Grunde genommen ist das Ganze extrem linkspopulistisch ja, angehaucht. Es ist eigentlich tatsächlich ein Aufruf, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen auf die Straße gehen, eben um gegen diese Verschieben nach rechts beim Thema Migration eben vorzugehen. Ich würde mich nicht wundern, dass schon im Oktober solche Demonstrationen eben stattfinden. Und was ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte, meines Erachtens? Und zwar, die Zahlen sind ja sehr eindeutig. 77% der Deutschen wollen eine drastische Wende in der Migrationspolitik. Und 71% sagen, wir wollen Zurückweisungen an den Grenzen. Aber das bedeutet eben, dass 23% eben keine drastische Wende beim Thema Migration haben wollen und 29% eben keine Zurückweisungen an den Grenzen haben wollen. Und das haben die Grünen erkannt. Und deshalb haben die gesagt, wir werden alles blockieren. Und inzwischen sagen sie ununterbrochen, wir beschützen das Erbe von Konrad Adenauer und von Helmut Kohl. Das heißt, wir sind diejenigen, die eigentlich das deutsche Land eigentlich mehr oder weniger verteidigen müssen, weil alle anderen sind eben in Richtung Rechtsextremismus gerutscht. Ja. Das heißt, die wollen tatsächlich diese 29% bzw. 23%, je nachdem, welche Zahlen sie nehmen, für sich gewinnen, ja, und sich praktisch dann positionieren eben in dem Meinungsspektrum als die Verteidiger eines offenen Deutschlands, eines demokratischen Deutschlands und so weiter und so fort. Und deshalb ist dieser Aufruf von der Taz wirklich extrem wichtig, denn wie gesagt, es ist eine Ansammlung von Narrativen, linken Narrativen und Argumentationshilfen für linke Aktivisten, linke ja, Mobilisierungstechniker, könnte man praktisch sagen. Ich werde nur ein paar von diesen Stellungnahmen, also Sätze, einzelne Sätze daraus vorlesen. Es ist wirklich sehr lang, ja. Aber Sie werden sehen, im Grunde genommen, die decken das ganze Panorama dieser ganzen linken Narrativen, linkspopulistischen Sprüche und auch Verschwörungstheorien. Das werden Sie gleich sehen. Also das Ganze und auch eine totale Realitätsverweigerung. Das wird auch sehr deutlich, ja. Also ich fange hier an mit eines der ersten, und zwar, was wird aus der Europäischen Union werden? Das heißt, die Europäische Union ist komplett in Gefahr aufgrund eben dieser restriktiveren Migrationspolitik in Deutschland. Wenn es das Programm von immer mehr Regierungsparteien ist, Menschenrechte mit Füßen zu treten, das heißt, hier sind die Menschenrechte in Gefahr. Ich kann den Satz während den Anfängen nicht mehr hören. Wir sind bereits mittendrin. Da sagt Michael Friedmann, Jurist und Publizist. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt sofort aufstehen, auf die Straßen gehen und eben die Europäische Union, die Menschenrechte retten, ja, weil die ganzen Regierungsparteien eben ja so sehr eben nach rechts gewandert sind. Oder hier ein weiterer. Es geht um das universelle Recht jedes Individuums auf körperliche und seelische Unversehrtheit und das Unrecht jenen, die dieses Recht suchen oder bewahren wollen, ihr Menschsein abzuerkennen. Ja? Das heißt, was wir jetzt sehen, man will jetzt Gesetze erlassen, man will eine Politik betreiben, ja, die das Menschsein dieser Menschen aberkennt, ja, und sie an Grenzen Nützlichkeit aussortieren, nach Nützlichkeitskriterien aussortieren zu lassen. Also, ich meine, sehen Sie, welche Register hier gezogen werden, ja? Also, hier geht es sogar um die Bewahrung, dass diese Menschen überhaupt noch als Menschen angesehen werden. Also, ich meine, das ist wirklich harter Tobak, ja? Also, die gehen wirklich aufs Ganze. Das Ganze ist natürlich ganz klar gerichtet an diese ganzen linksextremistischen Gruppen, an die Antifa und so, damit die jetzt sagen, okay, wir müssten jetzt irgendwie mobilisieren, ja, so richtig auf den Tisch schauen, ja? Weil so geht das nicht. Also, ich meine, das wird richtig heftig werden, glaube ich, im Herbst und Winter. Ja. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es wirklich zu Gewaltausschreitungen bei diesen ganzen Demonstrationen, wenn man solche Sprüche lässt, ja, dass man sogar sagt, ja, man will das Menschsein der
Flüchtlinge irgendwie aberkennen. Also das Ganze ist wirklich heftig. Menschenrechte sind unteilbar und unverhandelbar. Wer die Grenzen schließen will, verrät die Menschenrechte, die grundlegende Idee von offener Gesellschaft und Freiheit und leugnet die historische wie gegenwärtige Verantwortung Deutschlands und Europas für Fluchtursachen. Das sagt Herr Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker. Ja, Sie sehen, das ist heftig. Ja? Also da kann sich jeder das rauspicken und praktisch damit ein Plakat machen. Ja, wir müssen die Menschenrechte schützen, ja, wir müssen das Menschsein schützen, etc., etc. Und Sie sehen hier die unglaubliche Realitätsverweigerung, das ist ein Herr Hans-Jochen Wagner, ein Schauspieler. Deutschland ist so sicher wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, er sagt, das, was in den Zeitungen steht, ja, was diese ganzen, die Polizei sagt, was Nancy Faeser sagt, ja, das ist alles, ja, das ist alles Theater, das ist alles völlig falsch, ja, das ist alles im Grunde nur ein Theater, um diese restriktive Migrationspolitik durchzusetzen. Also das ist, also ich meine, ja, das, also das ist die totale Verschwörungstheorie, ja. Also was jetzt diese ganzen, selbst die Tagesschau ist ja inzwischen rechtsradikal, wenn sie das hier als Kriterium nehmen. Statt Menschenrechte zu stärken, erleben wir eine zunehmende Abschottungspolitik, die sich immer mehr an den extremen Positionen orientiert. Das heißt, Deutschland wird total extremistisch, rechtsextremistisch. Für mich ist klar, wir dürfen uns von rechtspopulistischen Kräften nicht treiben lassen. Das heißt, jetzt ist die AfD praktisch die Partei, die hier ganz klar den Takt vorgibt. Ja, alle Parteien richten sich danach, ja, und die Grüne Partei muss eben Deutschland schützen eben vor diesem völligen Abrutschen in den Rechtsextremismus. Wie unmenschlich wäre es, Menschen in Not nicht zu helfen? Das sagt Kathi Salier, Moderatorin. Und das ist richtig heftig hier. Die aktuelle Asyl- und Migrationsdebatte wird politisch und medial künstlich aufgeblasen. Ja, das ist alles nur ein Theater. Ja, also das ist das klassische Verschwörungsnarrativ, was wir hier hören. Ja. Also das heißt, diese ganzen Messattacken, diese ganze Geschichte in Solingen, selbst viele Grünen geben ja zu, dass man etwas machen muss, zum Beispiel gegen den Islamismus, man muss schneller abschieben, man muss die Polizei besser ausstatten, etc., etc., etc. Also ein Haufen von Sachen, ja. Die haben ja auch akzeptiert, dass man Leute sogar inzwischen nach Afghanistan abschiebt. Ja, das ist alles eine völlig aufgeblasene Geschichte, die es gar nicht gibt. Die aktuelle Asyl- und Migrationsdebatte wird politisch und medial künstlich aufgeblasen, um von den wirklichen globalen Problemen abzulenken, von den Kriegen und der Klimakatastrophe. Sehen Sie, das ist eine Verschwörung, das sind irgendwelche dunkle Männer irgendwie dahinter, hinter den Kulissen. Ja, die wollen eben nicht, dass man über die Klimakatastrophe redet. Und deshalb haben sie in den Zeitungen, ja, und der Tagesschau und dem ZDF gesagt, pass auf, redet jetzt über Migration, nicht darüber, ja. Das ist ganz wichtig, ja, weil wir wollen auf keinen Fall irgendetwas am Klima, an dieser Klimakatastrophe ändern. Sie sehen, wie diese Leute ticken, ja. Und das wird natürlich hineinfließen in diese ganzen linken Blogs und Kanälen und was sich, und die werden das natürlich übernehmen, radikalisieren, und da werden sie sagen, aha, jetzt müssen wir erst recht kämpfen auf der Straße, denn hier gibt es ganz dunkle Mächte, die eben alles zerstören wollen. Die politische Mitte erliegt wieder einer Sündenbock-Erzählung, bei der alle strukturellen Probleme in unserem Land auf Migration zurückzuführen sein sollen. Ja, was natürlich absurd ist, denn die meisten strukturellen Probleme, die wir haben, sind auf die Ampel, an die groteske Ampelpolitik zurückzuführen. Ja, das sagt hier ein Herr Tyrone Ricketts, Musiker und Schauspieler. Und zum Beispiel Maria Popov sagt, ein offenes Deutschland ist der Schlüssel zu einer gerechten und solidarischen Gesellschaft. Wir dürfen uns nicht von Angst, Wut und Ohnmacht leiten lassen, sondern müssen die Menschenrechte für alle verteidigen. Das heißt, diese ganzen, die müssen ja eigentlich auch die ganzen Klimaleute kritisieren, weil die auch nur mit Angst argumentieren. Genauso wie die ganze Politik der Grünen. Die Grünen sagen ja ständig, es kommt die Apokalypse. Ja, auch hier wird das ja ständig gesagt, ja. Es ist eine demokratische Apokalypse, die kommt, ja, es kommt die totale rechte Diktatur, ja, und zwar alles eben mit einem aufgebauschten Problem, der eben Migration.
Und das ist hier auch, das ist interessant, weil das ist, sagt Margarete Stokowski, Autorin und Kolumnistin, sie schreibt sehr oft in der Taz, ja, und sie wiederholt das, Angst verbreitet sich leichter als Hoffnung, ja, und das weiß ich natürlich ganz genau, weil die Linken tun ja nichts anderes als das. Sie verbreiten Angst vor der Klimakollaps, ja, Angst vor dem Kollaps der Demokratie, etc. Das heißt, sie arbeiten ja richtig mit Angst, ja, sie malen ja ständig Dystopien, ja, und fürchterliche Katastrophenszenarien. Und deshalb muss man eben eine linke Politik führen. Es ist die billigste Variante von Politik, Menschen Angst zu machen und ihnen dann vermeintliche Lösungen anzubieten. Und ich werde hier langsam aufhören, weil Sie haben schon kapiert, ich meine, warum ich das ein bisschen länger mache, ist, weil Sie hier quasi den ganzen Katalog an Verschwörungen, Narrativen, Slogan und so weiter der Linken haben. Ja, das sind nur noch zwei. Die gegenwärtige Kampagne gegen Geflüchtete widerspricht nicht nur Gesetzen, Recht und Menschlichkeit. Sie ist auch geprägt von einer maßlosen und regressiven Verkennung der Realität. Also eine maßlose und regressive Verkennung der Realität. Und das eben wird eben gemacht, um autoritäre Vorstellung von Handlungsmacht durchzusetzen. Das heißt, da sagt eine Dame, Rahel Yegi, Philosophin. Und ich mache jetzt Schluss. Wie kann es sein, dass sich große Teile der demokratischen Parteien von der extremen Rechten so vor den Karren spannen lassen, sagt Herr Jonathan Berlin, Schauspieler. Also damit beende ich das. Das Ganze ist viel länger, logischerweise. Ich könnte ja stundenlang sagen, aber Sie haben das schon gemerkt. Das heißt, die haben gemerkt, aha, mit dem Thema Migration lässt sich massiv mobilisieren. Und Mobilisierung bedeutet natürlich politischer Einfluss, bedeutet wiedererlangter Deutungshoheit, bedeutet Geld, ja, also die ganze Spendenmaschinerie wird jetzt anlaufen, ja, und die werden natürlich jetzt versuchen, mit diesem Thema natürlich wieder auf die Straße zu gehen. So ungefähr, wie das eben am Anfang des Jahres war mit diesen ganzen Linksdemos gegen rechts. Ich nehme an, dass sie das schon vorbereiten, ja, dass sie das versuchen, weil natürlich dahinter steckt eine irre Menge Geld, ganz einfach. Das heißt, die Leute, die interessiert sind, dass die Migrationspolitik ultraliberal bleibt, ja, ich meine, da geht es ja richtig ans Geld, ja, das heißt, ich nehme an, also wir können ja gerne da, wir können gerne wetten, wenn Sie wollen, ja, schreiben Sie das bitte in den Kommentaren, dass wir schon sehr bald eben eine richtige Mobilisierung, und da eben, wie gesagt, bin ich der Auffassung, wer viel gewinnt dadurch, politisch sind natürlich die Grünen und die SPD, die im Grunde genommen gar nicht entscheidende Maßnahmen treffen will, aber dennoch eben versucht sozusagen als Law and Order Partei aufzutreten, insbesondere in der Person von Nancy Faeser mit den Grenzkontrollen und wir werden mehr zurückweisen und wir werden knallhart abschieben und so weiter. Ja, ich glaube, dass die SPD im Grunde genommen durch diese, ja, Wischiwaschi-Position tatsächlich zermalmt werden könnte zwischen den Blöcken. Auf der einen Seite natürlich der ganze Block AfD, Union und auf der und BSW, ganz klar, also Sarah Wagenknecht, ja, die ist ja auch gegen die Migration, und auf der anderen Seite durch die Grünen. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Grünen jetzt versuchen, wieder in Richtung 20% zu gehen, ja, und praktisch die einzige, sich als einzige Alternative für eine liberale Migrationspolitik sich präsentieren. Und die SPD, die wird wahrscheinlich sich völlig spalten, völlig streiten, ja, zwischen Leuten, die tatsächlich sagen, ja, wir müssen was tun, und anderen, die sagen, ja, nee, wir müssen liberal bleiben, und dann praktisch eben die zermalmt werden zwischen diesen beiden Blöcken. Das halte ich für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, halte ich für extrem hoch, und am Ende wird dann praktisch dann die SPD tatsächlich so eine Art 8%-Partei werden, wenn die Grünen eben im Grunde genommen diese ganzen Leute einsammeln, die eben eine liberale Migrationspolitik haben wollen. Aber ich würde mich freuen, wie Sie das sehen, wie Sie die Strategie dieser ganzen Geschichte hier von der Taz sehen, also was die da vorhaben, ob das überhaupt aufgeht, ja, Sie haben ja gemerkt, ja, also, und damit ende ich dieses Video, da wurde nirgends irgendetwas gesagt über Messerkriminalität, über Messerstechereien, über Islamismus und so weiter und so fort. Keiner hat das mit nur einem Wort erwähnt. Das heißt, Sie sehen hier, das ist reiner Populismus, was wir hier haben. Aber diese ganzen Antifa-Gruppen, diese ganzen linksextremistischen Gruppen, die werden das natürlich sehr dankbar aufnehmen und sagen, jetzt müssen wir auf die Straße gehen und wir müssen eben gegen das System kämpfen.